Insights, Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zu unserer heutigen Episode. Heute führen wir dich zu einem tiefen, guten, weiten Gefühl. Wir hatten gerade eine kleine Vorbesprechung und vielleicht fällt es manchmal schwer, dieses Gefühl zu beschreiben, aber wir werden ganz viel hindeuten und wir werden es dir ermöglichen, dass du dieses Gefühl auch wirklich in dir tief drinnen spüren kannst. Als ich das erste Mal dieses tiefe Gefühl wirklich bewusst wahrgenommen habe, das war vor einiger Zeit, es war ein ziemlich kalter Winterabend, es war Wochenende, es war ein sehr ruhiges Wochenende und ich habe mir sehr viele Videos angeschaut von Sydney Banks über die Three Principles. Und er spricht immer wieder von einem guten Gefühl. Geh doch zu einem guten Gefühl. In allen möglichen Büchern wird das reingeschrieben. Du musst zu einem guten Gefühl gehen. Dort ist es richtig. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, bitte, was ist dieses gute Gefühl? Ja, heißt das, dass ich die ganze Zeit gut drauf sein muss und voller Freude und nur noch gute Laune haben muss? Und ich bin dort gelegen und habe mir das angeschaut und irgendwann hatte ich so das Gefühl, wenn ich dem zuhöre, den Sydney Banks, dann ist das, wie wenn er mich in eine dicke, wohlige, warme Decke einwickelt. Und in dem Moment war da mein Aha-Moment, der gesagt hat, das ist dieses Gefühl. Das ist dieses weite, tiefe, gute Gefühl. Das ist kein typisches Gedankenverstandsgefühl, das uns entweder hinauf oder hinunter katapultiert, sondern das ist ein sehr unspektakuläres Gefühl. Das ist mir kommt dann oft die Metapher des Sonnenuntergangs. Ja, wir sitzen vor einem Sonnenuntergang, beobachten den, sehen die unterschiedlichsten Farben und da springen wir selten herum, sondern wir sitzen ganz ruhig dort und lassen dieses Erlebnis ganz tief in uns einsacken. Und wenn wir jemanden einen Sonnenuntergang beschreiben wollen würden, dann würden wir kaum Worte dafür finden, weil das ein tiefes Gefühl ist, ein weites Gefühl ist, das uns weit macht, aufwacht, in Ruhe fällen lässt, das wir ganz, ganz schwer in Worte fassen können. Und ganz sicher hast du dieses Gefühl auch schon erlebt, weil es ja in uns drinnen ist, aber wir nehmen es ganz, ganz selten wahr. Aber dieses tiefe Gefühl ist ein Ruhepol, ist unser Ruhepol oder zumindest mein Ruhepol. So empfinde ich das. Shelia, wie geht's dir damit, mit diesem weiten Gefühl? Ich denke an zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ein Swimmingpool in Florida, wo ich in 2008 drin geschwommen bin, nachdem ich meinen Job gekündigt habe und dorthin gegangen bin, um herauszufinden für mich, was ich als nächstes tue in meinem Leben, jetzt wo ich meinen alten Faden verlasse. Und ich war ich glaube, Sanibel Island und war mit einer Freundin im Swimmingpool und ich bin Bahnen gelaufen und ich habe einfach auf einmal dieses Gefühl gespürt. Und ich war so ruhig und so bei mir. Und es war quasi ein Moment, wo alles Denken über meine Zukunft und wie ich weitermache mit meinem Job, mache ich mich selbstständig oder mache ich was anderes, gehe ich in einen anderen Angestelltenverhältnis. In dem Moment habe ich einfach gespürt, alles ist gut, alles wird gut. Und ich hatte wie auf einmal das Urvertrauen, dass ich meinen Weg finde. Und auch wenn es nicht in den nächsten Minuten oder Stunden oder gar Wochen gekommen ist,
bald darauf ist es geschehen. Und die zweite Sache ist eine Erzählung aus der letzten Woche. Ich hatte eine Kundin bei mir hier zu Hause in einem 3-Tages-Retreat und wir sprachen über dieses Gefühl, dass das Leben uns es leichter macht in diesem Leben. Und sie hat zwei Töchter und eine ihrer Töchter, ich glaube, das war die jüngste Tochter, hat vor einer Entscheidung gestanden, was mit der Schule zu tun hat und hat hin und her überlegt und fühlte sich ziemlich gestresst und unsicher, wie sie, welchen Weg sie wählen soll. Und meine Kundin hat zu ihr gesagt, fühle dich hinein und spüre, welchen Weg, den du gehen könntest, fühlt sich eng an und wann entsteht, wenn du darüber nachdenkst, ein Gefühl der Weite. Und die Tochter hat in sich gespürt, hat die Weite gesucht, dieses weite Gefühl, wir nennen das auch gute Gefühl, tiefe Gefühl, wie auch immer. Und sie konnte recht schnell für sich eine Entscheidung treffen und weitergehen. Und für mich, Silvia, ist dieses weite Gefühl, worauf die Kunden aufmerksam gemacht hat, nichts anderes als das Gegenteil von dieser Enge. Wenn wir, wir fühlen uns eng, wenn unser Verstand sehr aktiv ist, wenn wir in unserem Gedankenkreis gefangen sind, wir überdenken Dinge, wir überanalysieren Dinge, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dieses enge Gefühl kommt, also soll ich den Weg gehen, den Weg. Das weite Gefühl ist, wenn unsere Gedanken eine Zeit lang nicht die Hauptrolle spielen, wir kommen aus irgendeinem Grund, beruhigt sich unser Geist, beruhigt sich unser Inneres und wir kommen in dieses Urvertrauen, in diese Verbindung mit unserer Entfaltung, mit unserer Weisheit und dann plötzlich beginnt das Leben sich ganz, ganz viel leichter anzufühlen. Es scheint, als gäbe es weniger Gefahr, weniger To-Dos. Und wir sehen einfach den Weg nach vorne klarer. Ja, mir fällt auch ein, es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, dorthin zu gehen und diesem Gefühl zu vertrauen, dass das in dem Moment die richtige Entscheidung treffen wird. Ich glaube ganz oft, und ich glaube, das hat jeder von uns schon gemacht, wir stehen vor einer Entscheidung und dann machen wir eine Plus-Minus-Liste und suchen Pro-Argumente und Kontra-Argumente. Und irgendwie stehen wir dann von der Liste und beide Seiten sind mehr oder weniger gleich gefüllt. Und dann entscheiden wir aber trotzdem. Und meistens der Verstand hätte dann gern eine Geschichte dazu, warum wir denn so entschieden haben. Dann bewerten wir möglicherweise ein Argument mehr. Ja, aber das ist mehr wert als ein anderes. Und letztendlich hat aber genau dieses tiefe, weite Gefühl gesprochen und gesagt, geh diesen Weg, weil das fühlt sich jetzt richtig an. Das fühlt sich gut an. Und vollkommen richtig. Es hat ganz, ganz viel dann auch, wenn wir aus diesem Gefühl leben und arbeiten, hat das ganz viel Leichtigkeit. Ich kann mich erinnern an ein Retreat, das ich mit einer Kundin hatte. Wir haben schon 1,5 Jahre zusammengearbeitet, haben das Business ganz neu aufgebaut, natürlich sehr, sehr viel Strategie und Planung und natürlich auch viel Unsicherheit dabei, wie wird der Weg weitergehen. Und wir hatten einen Abschlussretreat und am letzten Tag habe ich das Flipchart aufgemacht und habe gesagt, so, und jetzt schauen wir doch mal in die Zukunft, die nächsten 12 Monate. Meine Kundin ist dort gesessen, hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, es komme, was will. Und in dem Moment war das auch wieder für mich, ja genau das ist es. Sie weiß tief drinnen, dass was auch immer kommen wird, sie wird damit umgehen können. Sie wird das in dem Moment, wo es sein wird, damit umgehen können und dann wird ihr auch eine Lösung einfallen. Dann und meistens ist es eh nie so schlimm, wie wir es unseren Gedanken vorstellen. Aber sie hat dieses tiefe Vertrauen gehabt und dieses Gefühl hat ihr gesagt, ja, wir können das Leben eh nicht vorbestimmen. Aber wir können sicher sein und wir können dieses Vertrauen haben, dass was auch immer kommen mag, wir damit umgehen können. Und das bringt ganz viel Leichtigkeit und Ruhe rein, weil dieses Vertrauen da ist und weil wir dieses tiefe Gefühl, dieses weite Gefühl
uns darauf verlassen können, dass es uns gut durchführt. Ja, absolut. Und da sprichst du was ganz, ganz Spannendes an, nämlich auch manchmal, wenn ich in dieses Gefühl komme, und ich denke gerade an einem warmen Tag in Venice Beach, Silvia, du warst ja auch dort in der Supercoach Academy, und wir saßen in irgendeiner Übung in einem Kreis mit den Kollegen, und ich weiß, wie auf einmal eine unglaubliche Stille im Raum war und über die gesamte Gruppe hinüber geschwappt ist, und ich war in einem Sekunde, hatte ich keine Gedanken mehr, also aus dem Nix heraus war einfach nichts mehr. Es war nur dieses tiefe, gute, weite Gefühl, was so neutral war. Und in dem Moment, es scheinte sich für mich, als gäbe es überhaupt nichts in der Welt, was ich tun müsste, als nur einfach da sein. Und ich habe gemerkt, wie meine To-Do-Liste und all meine Überlegungen für die Zukunft einfach weggeschmolzen sind. Und das war so schön, und das ist auch das, was häufig dieses Gefühl mit sich bringt, ist eine unglaubliche Entlastung, weil es gibt so viel weniger zu tun, als wir denken. Wir sind in dieser westlichen Welt, in der wir leben, konditioniert zu machen, 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 jeder macht die ganze Zeit. Und dieses tiefe Gefühl trägt uns häufig zurück, einfach zu unserem Sein und das Wissen, dass alles gut ist in diesem Dasein einfach. Ja, dieser Zwang, alles kontrollieren und planen zu wollen, fällt damit weg. Ja. Also diese ja, westlich antrainierte, konditionierte, manchmal Besessenheit, alles planen zu wollen und alles kontrollieren zu wollen. Und ganz selten funktioniert dann der Plan genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das Leben hält sich halt leider nicht an Pläne. Und wenn wir aber darauf vertrauen, dass uns das Leben trägt, dann werden wir vielleicht auch einen Plan machen, wenn er uns gerade sinnvoll erscheint. Aber es ist nicht mehr der Plan, der uns beim Tun unterstützen soll, sondern weil das Tun leichter wird, weil ich mit diesem Gefühl mitgehe und mit diesem, das mich trägt. Und das Spannende, also ich höre das sehr, sehr oft, ja, aber dann habe ich ja überhaupt keine, dann darf ich mich über nichts mehr freuen und ich bin nur mehr in dieser Ruhe und dieser Stille. Und das sind aber zwei unterschiedliche, Shelley, du hast es vorher auch, glaube ich, schon gesagt oder vielleicht auch in dem Vorgespräch, dass wir, das eine ist dieser Verstandsgedankengefühl, das ist eben die Freude und aber auch die Ängste, die Unsicherheiten, aber auch die wirklich diese Begeisterung, die uns laut loslachen lässt oder wir voller Freude jemanden umarmen. Und dieses Gefühl ist aber dahinter, also das ist so wie hinter dem Vorhang. Ja. Und deswegen haben wir trotzdem unsere Gefühle, also deswegen, und vielleicht sogar auch noch intensiver, weil wir dorthin schauen dürfen, weil wir wissen, dass dieses ruhige, tiefe Gefühl da ist und wir dann ja diese anderen Gefühle noch viel intensiver erleben können. Aber es macht einfach Sinn, hin und wieder diesen Vorhang auf die Seite zu schieben und dahinter zu schauen und sagen, okay, und wo ist denn dieses tiefe, weite Gefühl, das mich einfach, das ein inneres, wohlig warmes Gefühl hinterlässt, das Wohlbefinden vielleicht auch dort zu Hause ist. Absolut. Und das ist dann die Einladung, während wir abschließen, ist einfach für dich, liebe Zuhörer, hinzuspüren, wann empfindest du dieses tiefere, gute, weite Gefühl, und zu beobachten, in der Wahrnehmung zu gehen. Hier gibt es etwas zu sehen und nichts zu tun, sondern einfach zu sehen, wie entfaltet sich das Leben, wenn ich in dem Gefühl bin? Wie erleichtert sich mein Leben, wenn ich in diesem Gefühl bin? Und wir wünschen euch viel, viel Freude beim Hinsehen. Genau. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.